Alter, was geht ab, Leute? Aus meiner Küche. Wir testen heute alle Like Meat Produkte. Hashtag Veganery. Es ist Sonntagabend. Ich habe nichts mehr da. Wir haben hier Like Gyros, Like Chicken, Like Bratwurst, Like Döner. Oh yes. Like Chicken Wings, Like Chicken Burger, Like Grilled Chicken. Also wir fangen damit an. Weil davon kann ich mir jetzt einfach ein Patty machen. Veganes Erzeugnis aus Weizen, Soja, Erbsenprotein. Die rein pflanzlichen Produkte von Like Meat wurden von echten Fleischfans entwickelt. Das werden wir checken. Um dir echten, würzigen Geschmack, festen Biss und Proteine zu garantieren. Du willst den Geschmack von Burgern nicht missen? Cool! Dann geht's dir wie uns. Was jetzt konkret für dich heißt, du bleibst dir und deinem Geschmack treu. Den Rest übernehmen wir. Schmeckt hervorragend zu Potato Wedges. Habe ich nicht am Start. Mindestens 8 Minuten. Wo sind die Werte? 100 Gramm, 220 Kilokalorien und nur 13 Eiweiß. Naja. Okay. Ich gebe mir auch noch eine Bratwurst. Die ist nur aus Soja. Werte? Oh, nur 140. Und auch 12 Gramm, also das andere hatte 13, also ungefähr gleich. Eww. Sieht zwar wie eine Bratwurst aus, aber fühlt sich nicht so an. So, da haben wir schon. Bin gespannt. Es sieht aus wie eine Bratwurst. Ich glaube, die hatte ich schon mal. Keine Ahnung warum. Aber ich kann mich erinnern, die war nicht geil. Hat einen Bratwurstgeruch? Aroma, okay. Sieht aus wie Bratwurst. Wir testen erstmal pur. Konsistenz wie eine Bratwurst. Leichter Bratwurstgeschmack. Aber eine Bratwurst hat Fett. Und das macht es richtig saftig. Das fehlt hier. Aber es ist nicht eklig, wie ich in Erinnerung hatte. Weil dieses vegane Zeug hat so einen bitteren Nachgeschmack, Mann. Ketchup. Könnte in der Semmel auch noch ein bisschen Senf durchgehen. Ehrlich gesagt, nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Schnitzel. Schnitzelkonsistenz ist eh nicht sehr natürlich. Und dann viel Panade. Könnte ein Schnitzel sein. Oh wow, könnte echt ein Schnitzel sein. Das Teil auf einer Semmel mit Ketchup, Schnitzelsemmel. Ist zwar keine geile Schnitzelsemmel, also nicht eine der besten, aber es würde als Schnitzelsemmel durchgehen. Okay, beides fit. Krass. Kuss geht raus an Tati, der Vegan-Hater. Natürlich, ich muss auch damit kochen. Ich muss jede Woche vegan kochen. Ja? Ich habe nur Probleme damit. Ich weiß nicht wie. Ja? Like Chicken Wings. Aber es sind halt Nuggets, Mann. Wieso steht da Wings? Auf 100 Gramm 190 Kalorien und 13 Gramm Eiweiß. Man darf nicht vergessen, das sind natürlich alles Fertigprodukte, Fast Food. Das muss man halt auch mit der Fleischvariante vergleichen. Also ich kann das jetzt nicht einfach mit 100 Gramm Chicken vergleichen. So, da haben wir die Nuggets, aka Wings. Bei vegan stellt sich mir immer die Frage, wann ist es durch? Es hat einen stärkeren veganen Geschmack mit Ketchup. Das ist auf jeden Fall besser als Peter Pane. Also die Banane ist sehr gut, die überdeckt auch viel. Kann man essen, ist nicht schlecht. Auch ein bisschen trocken, bisschen bitter hier. Aber geht klar, geht klar. So sah es auch aus, bevor ich es gebraten habe. Deswegen keine Ahnung. Es geht weiter mit den veganen Fertiggerichten. Ihr seht mich immer abends, wenn ich Hunger habe. Und ich habe momentan nichts da, außer halt die Teile, damit die noch weggehen. Heute Grilled Chicken aus Sojaprotein. Werte 115 Kalorien, 19 Gramm Eiweiß. Sieht aus wie gewürztes Hähnchen. Riecht aber nicht so. Da haben wir's. Keine Angst, ich esse das nicht so. Ich habe mir noch Eier gemacht, Rühreier und so vietnamesisches Kraut. Aber für das Video, für den Test, natürlich erstmal pur. Es ist gut gewürzt, hoffentlich. Wir hatten jetzt den Vorteil bei diesen Snack-Sachen, sag ich mal,
Bratwurst, Schnitzel und so, Nuggets, diesmal mit Ketchup. Und Ketchup überdeckt halt diesen Geschmack. Aber das isst man ja nicht mit Ketchup. Es geht noch, aber ich schmeck's ganz leicht, dieses Vegane. Und wenn man jetzt 200 Gramm davon isst, dann fällt es auf jeden Fall auf. Schön knusprig, aber immer noch saftig. Es hat einen gewissen Saft, ja. Manche Stellen sind echt richtig, richtig geil. Kann man auch machen. Überrascht mich auch. Kann man machen. Ich würde es nochmal essen. Like meat, like Gyros. 105 Kalorien, 18 Gramm Eiweiß. So, da haben wir es. Eine kleine Portion. Also ich habe alles gemacht, aber den Rest esse ich mit Reis, Ei, Gemüse. Sieht aus wie das von gestern. Schmeckt besser als das von gestern. Auch besser gewürzt. Es könnte bisher das Beste sein. Wobei das und das andere, die Werte nicht schlecht waren. Kann man machen. Like Döner. Jetzt wird's wichtig. 120 Kilokalorien, 18 Gramm Eiweiß. Wieder mein Probierteller. Riecht gut. Schön knusprig, so wie ich es mag. Bisschen lasch. Aber klar. Döner ist man auch meistens mit Soße. Leider bisher das Schwächste. Die Dünnstücke sind geil. Aber dann gibt es so richtig fette, fleischige Stücke. Und dann kommt der vegane Geschmack halt krass raus. Das zum Beispiel wird nicht geil schmecken. Es sieht saftig aus, aber... Ja, saftig kann man es nicht nennen. Es ist solide. Das letzte. Like Chicken aus Sojaprotein. Wir checken die Werte. 103, 19 Gramm Eiweiß. Okay. Ich befürchte aber, das ist schlechter oder schwächer gewürzt als Kebab und Gyros, was wir bisher hatten. Okay. Es riecht bis hierher. Ja. Vegan Plant-Based Chicken aus Soja. Das sieht am unappetitlichsten bisher aus, am ungewürztesten. Das sieht sehr lasch aus, aber es sieht aus wie Hähnchen. Außer, dass Hähnchen nicht so knusprig wird. Boah, überraschend gut. Hätte ich nicht erwartet. Oh, what the fuck? Das hat wie Hähnchenhaut geschmeckt, gerade. Oh, what the fuck? Ich glaube, das ist mein Favorit von allen Sachen. Irgendwie ist es gut gewürzt. Obwohl ich, das gar nicht so aussieht. Null vegan Geschmack. Gute Konsistenz. Nicht ganz wie Hähnchen. Aber kommt sehr nah dran. Und Geschmack. Fast wie Hähnchen. Manchmal genau wie Hähnchen mit Hähnchenhaut, Mann. Oh. Ich würde sagen, das ist lecker. What the fuck? Zum Abschluss, out of nowhere, nochmal ein Knaller. Ey, damit habe ich nicht gerechnet. Das würde ich nochmal kaufen. So gut ist es. Boah, krass. Shit, das geht voll klar. Veganery ist zu Ende, Leute. Tatsächlich überraschend ein paar schmackhafte Sachen mit dabei. Und noch überraschender, dieses normale Chicken war das Beste. Man kann es tatsächlich machen, war nicht schlecht. Warum auch immer ihr euch dazu entscheidet, diese veganen Sachen, Produkte zu essen, zu konsumieren. Es ist nicht schlimm. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Visa, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Die Ereignisse überschlagen sich.